Good morning in the morning, guys. And ja. Ja, guten Morgen zum nächsten Vlog. Das ist jetzt 11 Uhr oder so. Wir waren noch bis 6 Uhr wach. Feedback zu gestern. Meiner Meinung nach war es sehr cool, aber letztes Mal waren bessere Frauen in Miami, muss ich sagen. Oh, Feedback zu gestern? Sehr gut. Feedback zu gestern? Wild. Was, wild? Ja. Hast du draufgehalten? Ja. Feedback zu gestern? Super. Mann, Dicker! Ich fühle mich wie Rey Mysterio. Das ist Werbung. Gut für Tiere, gut für Menschen. Irgendwie kriegen wir heute nichts gebacken. Es ist 14 Uhr schon. So unproduktiv waren wir noch nie. Wir gehen jetzt runter zum Pool. Ein bisschen chillen. Oh, Views. So, wir sind heute da. Wir sind heute da. Oh! Wie heiß ist dieser Boden? Mit Socken, Boden los. Mit Socken schlimmer, sagst du? Das ist so cool. Ich glaube, die ganzen Leute, die hier sind, die wohnen hier. Und die Leute, man denkt ja, wir sind auf dem Boden. Wir sind einfach im 7. Stock gerade. Weil man hier wohnt, glaube ich, schon krass. Er hat einen Fitnessraum, er hat eine Sauna, gutes WLAN. Mehr brauche ich nicht. Dann bin ich hier in Miami. Also viele denken irgendwie, dass ich auswandere oder sowas. Mir ist sowas viel zu anstrengend. Du musst das anmelden, das abmelden, das anmelden. Lass mich in Ruhe. Digga, wie kann man denn das Pool? Ich habe da heute reingepisst. Bruder, egal. Mach nochmal. Alle hat nicht einmal das Wasser verlassen. Wir waren hier locker fast 2 Stunden. Hör deinen Finger. Wisst ihr, warum das passiert? Damit, wenn jetzt ein Fisch kommen würde im Wasser und du schon lange drin bist, dann bist du sozusagen angepasst und dann denkt er, dass du ein Fisch bist, weil es deine Außenstruktur vollkommen verändert. Ja, okay, nice. Morgen 15.30 Uhr ist Game 7 in Boston. Es gibt Grübeleien. Wir müssten morgen früh um 7 Uhr morgens fliegen. Aber ein Ticket kostet jetzt schon 1,2 pro Nase. Wenn nicht, fliegen wir Montag nach New York. Ja, schön 2 Stunden geschwommen. Wie ein kleiner Fisch. Ein Karpfen. Wir wollen was essen. Kalle, sag dir mal, was er machen soll. Liken, kommentieren. Du sollst liken, kommentieren, Bro. Danach erst. Und mach mal Fernseher an, YouTube. So. Digga, er will gerade die Pizza aus dem Gefrierschrank in den Kühlschrank machen. Digga, das ist im Laden auch im Kühlschrank, nicht im Gefrierschrank gewesen. Ah, Digga, ein bisschen crunchen. Jetzt erstmal. Das Krebserregen durch den Kopf. Ich weiß doch nicht. Warum noch nicht jetzt? Jetzt kommt nicht jeder anderes. Leute wissen noch nicht. So, wir laufen jetzt zum Mall. Wir laufen, weil wir umweltfreundlich sind, motivierte Touristen sind und weil wir uns langsam jetzt um 17 Uhr nach draußen bewegt haben. Das ist krank. Hier in dem Mall. Ich glaube, wir hatten gestern mal und sowas. Wir essen da kurz. Chipotle? Chipotle? Was machen die denn überhaupt da? Cool. Wie cool sieht das aus, Digga? Chillt deine Eier. Heute ist da richtig verkehrt, Digga. Sieht so schön aus mit den Palmen so am Ufer und so. So, es steht eine neue Wette bevor. Board gegen Vilo. Verlierer bezahlt Essen. Gib mal Quoten. Wir müssen aber erst noch einen Platz finden im Basketball. Gib mal Quoten. Streiten sich gerade. Board mit einer 1,7er Quote, wieder mit einer 2,5er Quote. Geh ich mit. Du gibst dir selber eine 1,5er Quote? Und du, was gibst du dir? 2,10, 3,60. Warte, gegen mich warst du dir so sicher? Bei ihm nicht? Oder hat es ein bisschen dein Selbstbewusstsein runtergebracht? Soll ich dir ehrlich was sagen? Und werdet ihr euch darüber lustig machen, wie ist das? Aber ich habe vorhin so viel Orangensaft getrunken, dass mir mein Magen abgeht. Kalle sagt, er schreit, Digga, er schreit rum und sagt auf einmal, ich hab ADHS. Also. Was ist mit ihm? Du willst in eine andere Richtung, Kalle. Are you fine? Die guckt immer noch. Are you fine? Ja.
Die gucken. So, wir gehen zu Chipotle. Das sind die Komponenten, die Essener filmen muss. Gesund sein, gut schmecken und scharf sein. Kannst du dir aussuchen, welchen Reis man nimmt. Bohnen, super, Fleischsorten, ein paar. Ein bisschen Salsa und so. Eine scharfe Soße rein und fertig. Die schmeckt super. Machen die mir so alles nach. Salzen, scharfe Soße, Käse, Guacamole. Wenn ihr so eine Bohnen habt, erstmal alles vermixen irgendwie, was ihr hinbekommt. Sieht auch nicht geil aus, aber es schmeckt. Schmeckt geil. 0 bis 10? Oh, guck mal da. Guck mal da, Digga. Ist gerade die Aufmerksamkeit auf mich oder neben mir? Oder Essen. Essen. Ja, die gucken ein bisschen rüber, deswegen muss ich hier so tun, als ob ich zu essen filme. Ja. Oh. Die Freundin stellt sich davor, super. Essen? Ja. So, also. Erstmal, ich hab dich viel besser in Erinnerung gehabt. Geh mal ein bisschen nach rechts. Ja. Ich hab viel besser in Erinnerung gehabt. Dieses Mal, ich kann gar nicht richtig reden, sorry. 7 von 10. Guckst du so blöd? Du willst irgendwas machen, nicht? Was ist das für ein Effekt? Will der Mann nach Chipotle noch nach? Ein Burger geht, Leute. Digga. Warum rufst du ihn an? Bilo, Bilo. Bilo. Ja. Hä? Avocado Bacon Burger. Something new, something new, nothing new. Here is cheeseburger, the most favorite. Burger from my friend Rohan. Yeah, that's it. I just want Ryan. No, thanks. I just want my avocado bacon burger without bacon. I'm a Tom. Yo, Tom. So, wir machen jetzt aber noch eine zweite Bestellung. Auf den Namen. Name. Eier Hundesong. Hundesound, your food is ready. Thanks, Hundesound. We send you a text when your food is ready. Ich freue mich voll. Ich reagiere extra beim ersten Mal nicht. Damit ihr das zweimal sagt. Tom. Wait, for who? Can you say it? Ich dachte, die ruft jetzt so Hundesound. Man, nicht uncooler Joe. Avocado Burger, Cheeseburger mit Peppers. Keine Ahnung. Ich hab keine Kraft mehr, ich höre. Ich kann es einfach wieder checken. Ich will wirklich keine Kraft mehr haben. Guck mal, die Leute gucken schon. Und denken, was sind das für. Guck mal, er auch. Alle, haben die was dagegen? Wir haben jetzt hier so einen Fußball-Basketballplatz gefunden. Wenn die die ganze Zeit einen Basketballplatz suchen, wo die den 1 gleich machen. Junge, ich bin einfach geschockt, dass die hier Fußball spielen. Ich glaube, die kriegen gleich so aufs Maul. Ich hier aufgewachsen. Ich wäre Ronaldinho sein Sohn im College gewesen, Digga. Ja, aber hier ist es so krass sauber, ne? Guck mal, die Tore. Wie cool. Was ist das für ein cooler Platz? Heftig. Guck mal, wo die hier spielen? Guck mal hier so. Aber komplett drumherum Straße und so. Oh mein Gott. Bruder, ich liebe sowas, Bruder. Guck mal, er kommt einfach hier allein hin. Zockt einfach. Das ist so nice. Ich hab noch nie so einen Fußballer gesehen, wie das hier gerade hier sieht. Das ist so kurz am Lüfte. Sollen wir den mal fragen? Derek, what do you think of him? Pretty good. And what do you think about him? Why are you asking him? I think he's moving like Pogba. Yeah! Bilo trainiert ihn jetzt. Wir machen uns nützlich und versuchen, einen Basketball zu kaufen. Wir haben ein paar Leute gefragt in der Mall. Wir meinten uns, wir seien zu Dick Sporting Goods. Tschüss, Digga, wie riesig. Wo ist Diego, mein Bro? Was ist los? Muss der gehen? Ja. Kurzer Lagebericht. Digga, warum schwitzt du so? Ich dachte, das ist Wasser. Ich mach jetzt 3 gegen 3 gegen die Randoms hier. Leute, ich hab's.
Hier ein Cut in meinen Finger, Digga. Das ist so nickig, so nervig. Oh. Genau dort. Tut das weh beim Knicken? Achso. Die sehen so aus, als würden die sich jeden Samstagabend hier treffen. Ne? Guck mal, die spielen sich auch die Bälle ab und so. Ne? Ne? Und guck mal, auch wenn er verfehlt, guck mal, der gibt den direkt zurück. Guck mal, guck mal. Hier, direkt. Try den nächsten, Bro. So. Oh, guck mal, guck mal. Der gibt den direkt weiter. Guck mal. Siehst du? So, I'm just making intro for my YouTube channel, okay? So, hello. Hello. Yo, what's going on, guys? We're playing here 3v3 in America. Yo, what's your name, bro? Steven, bro. Steven, what's your name, bro? Chris. Yeah, what's your name, bro? Slash. Nice to meet you, bro. Yeah, okay. We're in Miami now. Yeah. Cut. That dude's mine. Rebound, Sydney. Where you get? Damn. Jesus. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Nein, nein, wir sind alle 50. Bitch, I got problems are sober. My run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I yes, sir. Problems are solved. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, like that, right? That's what I'm talking the about. Phone in affection, I summon and dub it. Fuck all the pictures, dimensions, I don't with your digits. I mean it, I'm staying inside. Cause bitch, I got problems are solved. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The foe in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems I solve them, I run through the mud. Stell mal vor, wie cool wäre das. Wir sind fertig, ein paar Runden jetzt gespielt. Hat sehr Bock gemacht, auf jeden Fall. Es ist jetzt so 22 Uhr, glaube ich. Sehr, sehr geiles Feeling. Also die Vibes hier so mitten an der Straße, einfach ballen. Sehr, sehr, sehr cool. Mal gucken, ob es euch gefallen hat. Also unterhalten, also mir hat Spaß gemacht. Gucken, ob es Spaß macht, zuzuhören. Mäßig. Kalle. Wow! Sure, nice meeting you. Hey, Digga, ich hab so eine fette Blase hier. Ich hab extra jetzt eine Socke an, weil ich die nicht zeigen will wegen Twitch und so, keine Ahnung. Aber ich hab eine Blase auf und deswegen tut's so weh. Und ich denk mal, so haben wir auch ein bisschen abwechslungsreiche Vlogs gebraucht jetzt. Wollen wir Basketball spielen, sodass wir nicht immer das Gleiche machen, dass ihr immer mal was Neues seht. Und ich denk auch, dass die View beim Basketball spielen, Digga, das haben wir erst im Nachhinein gecheckt, wo wir da gerade Basketball gespielt haben. Das war das bis jetzt unser coolstes Erlebnis, war eigentlich fast das Basketball spielen. Aber einfach unglaublich schön. Einfach ballen, gratis. Einfach so sich auszutauschen, mit denen zu quatschen, ist so geil, ehrlich. Mein Bro Steve und Chris. Mein Bro, Ernesto. Ernesto, Junge, der kleine, er war so gut, gibt ja, den Vertrag, so Alter. Wir gucken morgen den Vlog. Stimmt. Did you see this? Greetings. Ernesto, you the best man. Yes, sir. Appreciate you. Nice to meet you. Lasst meinen Bauch in Ruhe, okay? An die eigene Nase fassen. Und du lachst da nicht da drüben. Ich auch ein bisschen gleich bekommen. Ist ja auch menschlich. Ihr wahrscheinlich auch auf der Couch. Leute, sorry. Lasst eine Like da, lasst ein Abo da. Macht das wirklich. Folgt mir auf Instagram. Folgt Call auf Instagram. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich schmeiß mir und dich raus. Ich bin dein Wingman. Check mit Kaserne auf und was willst du mitnehmen? Mit dem Regen kann ich nicht einbauen. Oh mein Gott. Was ist das? Yeah. Damn, you're all sexy today, bros. Jeez. You look all sexy, man. Thank you. Jeez.